Hey, ich bin Tia. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im dritten Semester an der Hochschule Essling. Heute nehme ich euch mit und zeige euch meinen Studienalltag am Campus Göpping. Kommt mit! An meiner Fakultät Wirtschaft und Technik studieren über 1700 Studierende. Wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe zur Industrie, die eng zusammen mit der Fakultät Wirtschaft und Technik zusammenarbeitet. So haben wir nicht nur durch unser praktisches Studiensemester eine perfekte Vorbereitung für die Praxis, sondern auch unsere Vorlesungsinhalte sind praxisnah angelegt. Das ist natürlich vorteilhaft für Studium, Praktika und Werkstudententätigkeiten. Es ist fast 7.30 Uhr und die Physikvorlesung beginnt gleich. Der Professor nutzt hier die Lehrform Inverted Classroom. Da werden wöchentlich Videos hochgeladen, die ich jederzeit und in meinem eigenen Tempo lernen und anschauen kann. Und wenn ich Fragen habe, kann ich die ohne Probleme in jeder Präsenzvorlesung einfach dem Professor direkt stellen. Das Coole daran ist, dass keine neuen Inhalte präsentiert werden, sondern lediglich durch Aufgaben oder Selbsttests das Gelernte vertieft wird. So kann ich also in meinem eigenen Tempo lernen und mich optimal auf die nächste Stunde und die kommenden Prüfungen vorbereiten. Ja, bitte. Was passiert, wenn die Beschleunigung negativ ist? Wenn die Beschleunigung negativ ist, dann wird meine Scheibe hier... Ja, verstanden? Ja. Sehr gut. Dann ist die Prüfung bestehen. So, geschafft. Das war eine produktive Stunde. Jetzt habe ich erstmal 15 Minuten Pause, bevor es in die Präsenzvorlesung geht. So, when we look at modules, what value do the modules offer for production? You can implement repetitive processes and therefore cut costs of production. Die Vorlesung ist jetzt vorbei. Ich treffe mich jetzt mit meiner Freundin Vanessa und wir gehen gemeinsam Mittagessen. Das ist meine Freundin Vanessa. Möchtest du dich den Leuten einmal vorstellen? Ja, klar. Ich bin Vanessa, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im sechsten Semester. Ich habe jetzt aber richtig Hunger. Weil wir in die Mensa gehen. Heute finden keine Vorlesungen statt. Natürlich ist nicht jeder Vorlesungstag so kurz wie der heutige. An meinem freien Nachmittag nutze ich normalerweise meine freie Zeit, um meiner Werkstudententätigkeit in einem naheliegenden Unternehmen hier in der Region nachzugehen. Aber heute treffe ich mich mit Vanessa und wir arbeiten gemeinsam an unserer Projektarbeit. Okay, also das habe ich nicht verstanden mit dem parabolischen Verlauf. Ach so, ja genau, aber schau mal hier in der Präsentation. Der heutige Hochschultag neigt sich dem Ende zu. Studieren heißt aber nicht immer nur lernen, lernen, lernen. Heute findet zur Abwechslung eine Semesterparty statt im Komma in Essling. Da ich morgen meinen Online-Tag habe, das heißt, alle Vorlesungen finden über das Tool WebEx statt und die beginnen erst um 11 Uhr, kann ich problemlos zur Semesterparty nach Essling gehen. Vanessa, kommst du mit? An sich würde ich gerne mitgehen, aber ich habe nachher noch eine Projektsitzung in meinem Verein an der Hochschule. Ich bin nämlich Mitglied von der FTAG Esslingen. Was ist das? An der Hochschule kann man an zusätzlichen Projekten teilnehmen, wie zum Beispiel beim Rennstall, wo man Rennfahrzeuge baut, oder eben bei uns. Wir sind ein akademischer Segelflugverein. Und neben der Arbeit in unserer Werkstatt am Campus der Hochschule Essling kommt auch jeder fliegerisch bei uns auf seine Kosten. Oh cool, man hat also neben den normalen Lehrveranstaltungen viele weitere Möglichkeiten, sich zu entfalten. Möchtest du mir was davon mal zeigen? Ja klar, gerne. Ich habe was auf meinem Handy, das kann ich dir zeigen. Instagram folgen, da posten wir regelmäßig Beiträge über uns und unsere Projekte. Ja klar, das werde ich definitiv machen. Ich muss jetzt leider weiter. Wir sehen uns übermorgen wieder am Campus. Ich freue mich schon, dich zu sehen.
und ciao. Und bevor ich mich bei euch verabschiede, möchte ich mich noch bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in meinen abwechslungsreichen Studienalltag geben konnte. Ich freue mich und hoffe, dass ich euch bald am Campus Göppingen begrüßen darf. Bis bald!